ich bin Maximilian Filsinger. Ich bin jetzt seit April hier. Ich bin Assistent und Doktorand am Institut für Politikwissenschaft. Ich mache dieses Semester Pro-Seminar, also ein Einführungsseminar in Theorie und Empirie des sozialen Kapitals. Auf das Bausteine-Programm bin ich durch Kerstin Nebel aufmerksam gemacht worden, die ja auch bei uns in der Studienleitung aktiv ist, vor allem sich mit der Lehre befasst und auch quasi die neuen Leute so ein bisschen aufnimmt. Das Programm Bausteine der guten Lehre haben wir mit dem Ziel entwickelt, also die Dozierenden und ich, mit dem Ziel entwickelt, dass wir ein schlankes und effizientes Programm haben möchten, das den Dozierenden, also neue Dozierende, aber auch Dozierende, die schon länger lehren, eine gute Möglichkeit haben, in die Lehre einzusteigen, sich didaktisch vertiefen können in Themen und dies auch in einem geschützten Rahmen hier am Departement. Das Programm besteht aus drei Bausteinen. Der erste Baustein ist das Tandem, der zweite Baustein ist ein Besuch hier des Workshops am Departement und der dritte Baustein ist ein Besuch eines Kurses der Hochschuldidaktik. Und darauf hat sie mich aufmerksam gemacht, gefragt, ob ich dazu Lust hätte, einfach auch um die Lehre so ein bisschen zu begleiten, einfach auch, weil das ja jetzt das erste Seminar ist in dem Sinne und auch an einer neuen Universität, was ja auch immer noch mal eine Herausforderung ist, gerade, dass man hier viele Nebenfächler noch hat, weil es ja interdisziplinär ausgerichtet ist. Und so hat mich Kerstin dazu gebracht und ich habe gerne Ja gesagt. Im Tandem, das aus zwei Dozierenden besteht, geht es vor allem darum, dass neue Dozierende, aber auch Dozierende, die ja schon länger lehren, sich über ihre eigene Lehre konkrete Lehrveranstaltungen austauschen können, diese planen können. Ja, also die Tandem-Sitzungen mit Anna, die sind insofern hilfreich, als dass Anna natürlich Erfahrung mitbringt hier im Institut in der Lehre. Also sie hat ja selbst schon gelehrt, ich glaube 2 oder 3 Seminare, das heißt, sie hat schon mal Erfahrungen gemacht, was für Probleme auftreten können, was für Dinge funktionieren in Seminaren, was auch vielleicht nicht funktioniert. Das hat sehr, sehr geholfen, weil ich bestimmte Ideen präsentieren konnte, die sie dann auch quasi kommentiert hat, in dem Sinne gesagt, ja, okay, das könnte funktionieren, das funktioniert gut, das solltest du vielleicht nochmal schauen, dass sie so ein bisschen erzählt hat, wie sie Dinge macht. Das heißt, ich hatte ein Vorbild in dem Sinne, wie ich quasi meine Lehre aufbauen kann und das hat sehr, sehr geholfen, vor allem auch der informelle Austausch. Im zweiten Baustein findet ein Workshop hier statt. Dieser Workshop wird von der Hochschuldidaktik und von mir konzipiert und auch durchgeführt. Er findet aber auf Wunsch der Teilnehmenden statt und auch der Inhalt wird von den Teilnehmenden bestimmt. Ja, also der Workshop mit Lydia war insofern nochmal interessant, weil er bestimmte Aspekte angesprochen hat, die vielleicht nochmal auf einer gehobeneren Ebene als in einem informellen Austausch sind, weil sie auch gezeigt hat, dass es bestimmte Interaktionsformen oder Didaktikformen gibt, die mit bestimmten Gruppen besser funktionieren als mit anderen. Das hat nochmal geholfen zu denken, okay, vielleicht muss da nochmal ein bisschen nachgefeilt werden, weil man hat ja noch nicht die Erfahrung, was für eine Gruppe ist es auch. Und das hat sehr, sehr geholfen, dass man da nochmal vor allem reflektiert, verschiedene Tools hat, mit denen man vielleicht arbeiten kann. Und ich denke, das wird gerade für die zukünftige Lehre nochmal extrem helfen, diese Dinge nochmal weiter zu vertiefen. Der dritte Baustein, das ist eben der Kurs der Hochschuldidaktik. Da kann sich jeder Dozierende selbst überlegen, welchen Kurs er gerne besuchen möchte. Je nachdem, welche Themen er noch sich noch vertiefen möchte, didaktische Fragestellungen. Dieser Kurs ist dann optional freiwillig besuchbar. Ich werde mich nochmal so ein bisschen auch mit diesen verschiedenen Formen des Seminars einfach auch, wie man ein Seminar aufbauen kann, das würde mich einfach auch nochmal interessieren, damit ich da auch ein bisschen sichere werde, da möchte ich gerne noch mal schauen, ob man da nicht das vielleicht noch mal vertiefen und systematischer aufbereiten kann, wie man was macht. Und ich sage, okay, heute machen wir mal Gruppenarbeit, weil ich habe keine Lust, so lange zu sprechen. Und das ist auf jeden Fall ein Ziel, das ich mir gesetzt habe für diesen Didaktikkurs. Eigentlich habe ich so 3 Dinge mitgenommen. Das war einerseits das Bewusstsein für bestimmte Aspekte der Lehre, also wie wichtig sind bestimmte Aspekte, worauf muss ich Wert legen. Das ist auf jeden Fall auch gereift durch die Workshops, aber vielleicht auch durch die informellen Diskussionen mit Anna. Dann sicherlich, wie gesagt, das Rüstzeug, das ich bekommen habe über den Workshop mit Lydia und der informelle Austausch, sowohl bei den Workshops quasi in der Pause oder auch in den Fragerunden als auch quasi im Tandem oder auf dem Gang mit Kerstin und anderen. Der informelle Austausch oder der Austausch insgesamt, die kriegt man über solche Programme viel, viel besser. Und das ist, glaube ich, auch einer der großen, der große Mehrwert dieses Programms, dass man einfach wirklich auch Dinge bekommt, die man durch reines Lernen bestimmter Methoden einfach nicht bekommt. Und das
ja, dafür bin ich eigentlich auch dankbar, dass ich das machen kann.